take you higher. Hallo, liebe cannabinoide Gemeinde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute begleitet mich der liebe Robert, den ihr wahrscheinlich schon kennt. Hallo, servus. Und wir haben hier den CBD-Hanfblütentest Teil 3. Heute haben wir euch ja im letzten Video gesagt, stellen wir Magu vor. Ja, Robert, vielleicht suchst du mal aus, welche Sorte wir von Magu nehmen. Ja, schau mal, was es gibt da, was da aufsteht. Der Hans, das wollen wir nicht. Hans. Wie schaut denn das aus? Die probieren wir aus. Gut. Gut, die Lola hast du ausgesucht. Ja, die Lola sieht so aus. Die ist halt in einem Glasbehälter, wie ihr seht. Hat das Etikett unten. Ist jetzt auch richtig. Und so sieht es dann von unten aus. Der Inhalt ist 2 Gramm. Ja. Es ist unter 0,2% THC. Auch hier steht drauf, es handelt sich um eine EU-Cannabis-Sorte, nicht zur Einnahme empfohlen, Verwertung untersagt. Ja. Hört sich komisch an. Hört sich komisch an. Ne? Also das heißt, sie werden wahrscheinlich eher als optisches Material verkauft, beziehungsweise als Souvenir. Oder dass man mal schnuppern kann, das kann ich auch nicht. Müssen wir schauen, wie es riecht. Ja, ja, zuerst bewerten wir aber doch mal die Verpackung, das Aussehen. Also, ich sage mal, es sieht optisch schon nett aus, oder? Schaut nett aus, ja. In Glas verpackt. Hat was, ja. Man hat was in der Hand, obwohl ich es immer wieder ein bisschen übertrieben finde, für 2 Gramm Hanfblüten so ein riesiges Drum. Aber macht natürlich auch ein bisschen was her. Kostet ja auch ein bisschen was, dann kann man ja auch schön verpacken. Das ist halt die Frage, ob man da lieber mit dem Preis runtergehen sollte und dafür von einer Verpackung sparen oder... Aber wenn man schaut, die schlechter verpackten kosten auch nicht viel weniger. Auch nicht weniger. Also genau. Von denen her, ja. Das ist jetzt nicht das Argument. Insgesamt gut verschlossen, auch geruchsneutral und der Geruch wird auch gut gehalten bei verschlossener Dose. Also ich würde vom Aussehen bei einer Skala von 10 würde ich für die Verpackung schon auf 7 oder 8 tendieren. Was würdest du sagen? Das habe ich jetzt am Kopf gehabt, der 8er. Habe ich mir schon gedacht. Also. Gut, dann gehen wir also bei dem Aussehen hier eine 8, dadurch, dass Magu mit Glasbehälter arbeitet. Gut, wir gehen weiter zur Optik. Und dann machen wir mal die Optik vom Inhalt. Vielleicht leer es einfach mal aus. So, auf den ersten Blick ein sehr helles Gras. Relativ dicke Haare hat, gell? Ja, also ich war schon am Überlegen, ob das wirklich alles die Härchen sind oder ob da wirklich auch braunere Blätter noch mit dran sind, aber bei näherer Betrachtung sind es wirklich die Härchen, oder? Sehe ich das falsch? Ja, ich würde auch sagen, das sind die Härchen, aber es schaut schon sehr dick aus. Also. Na, es ist schon orangene, schöne. Braune. Ja, nur so die Vergleich zu einer anderen Pflanze oder zu wichtigen Pflanzen ist für schon dicke Härchen. Es ist relativ kompakt, es sieht hellgrün aus, scheint also einigermaßen gut ausgewaschen zu sein. Sieht gut fermentiert aus, das lässt sich also ganz gut ansehen von der Optik her. Allerdings, ist auch sehr leicht. Also. Allerdings sehe ich nicht so viel Harz. Das heißt, es scheint mir nicht wirklich, ja, wie sagt man, wie ich bei anderen schon so wirklich die Trichome sehen konnte oder das Weiße, das fehlt mir da jetzt so ein bisschen, muss ich sagen. Ja. Das
stimmt, ich hätte schöner Ostern, ja. Du kannst ja vielleicht auch nochmal, wir können das nochmal kurz in die Kamera halten, damit ihr das auch nochmal vielleicht seht. Also es ist leicht, aber kompakt. Also nicht fluffig, sondern eher die Blüte wiegt auch ein bisschen was. Ja? Ich hoffe, ihr könnt das im Bild ein bisschen sehen. Das, was wir euch geschrieben haben. So sieht es aus. Gut. Ja, dann vergeben wir eine Zahl. Von 1 bis 10. Ja, im Vergleich zu anderen würde ich... Ich würde so mittelmäßig tendieren. Also ich würde ihm auch eine gute 6 geben. 5 bis 6, ja. Mir fehlt ein bisschen der Harzgehalt. Also ansonsten sieht es aber... Es fühlt sich schon sehr, sehr, sehr trocken an. Also normalerweise spürst du immer ein bisschen was am Finger, das ein bisschen... wenigstens ein bisschen, mhm. Aber da spürst du gar nichts. Also. Ja, obwohl, wir sind ja noch bei der Optik, ne? Also nur jetzt einfach vom Aussehen. Aber mehr als 6 Punkte auf keinen Fall. Also. Ich denke auch, 6 Punkte können wir ihm geben, weil es sind keine Blätter jetzt dran. Ja, also von dem her passt es ja. Also ja. Es ist jetzt nichts Schlechtes. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist jetzt wirklich was genau. Absolut Schlechtes ist oder was. Aber schon alles, was über 5 ist, ist über dem Durchschnitt, ja. Und von daher 6 Punkte. Auf jeden Fall. Gut. Haben uns auf 6 für die Optik geeinigt. Ja, schon sind wir bei der Kategorie Geruch, die natürlich bei einem Gras sehr ausschlaggebend ist. Ne? Ich rieche nochmal an dem Ding selber. Es riecht wirklich ein bisschen gewürzmäßig. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu negativ. Aber ich rieche wirklich nicht viel an der Dose. Grinde mir das mal bitte, ob man es dann vielleicht intensiver riecht. Aber riechst du jetzt so? Nee, irgendwie. Ich weiß auch nicht, das ist. Wenig, also nicht nach Gras wirklich. Also nicht so, wie man es kennt. Okay, grinden wir das mal kurz auf. Ja, wenn so. Ich an der Blüte rieche ich jetzt auch nicht wirklich was beim Grinden. Schauen wir mal, was rauskommt. Ja. Sven. Also was mir auch noch auffällt, ob wir das eher in die Kategorie Geruch machen sollten, ist, dass es wirklich auch eine Spur zu trocken ist. Ich glaube, das reicht schon. Ja, stimmt, das ist es zerbröselt ja wahrscheinlich so schon. Es riecht so ein bisschen. Also es riecht mehr auf jeden Fall. Also jetzt riecht schon auf jeden Fall ein bisschen. Also es riecht schon leicht blumig, leicht waldig, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber nicht sehr stark. Also man muss wirklich gut dran. So leicht nach Moos, ja, das stimmt schon. So leicht moosig. Also, ja. Es riecht nicht schlecht. Machen wir noch einmal hier drauf, bitte. Also es riecht jetzt nicht wirklich schlecht, aber. Ja. Also es macht so schon einen fluffigen Zustand. Kannst du die Kamera gleich auch noch mal drauf halten, damit ihr seht, da sind keine Samen oder keine Verunreinigungen drin. Von daher ganz okay. Okay. Tut's gut. Sieht sogar ganz leicht ein bisschen. Ja, vergeben wir Punkte. 1 von 10 Punkten, was würdest du für den Geruch vergeben? Also, mir ist ein bisschen zu wenig. Also ich würde für den Geruch, würde ich ihm, dadurch, dass er wenigstens im nach dem Grinden einen waldigen, blumigen Geruch hat, würde ich ihm trotzdem eine 5 geben. 5 habe ich jetzt auch. Ja. Also, aber mehr auf keinen Fall, weil... Er könnte auf jeden Fall noch mehr Aroma und mehr Flavor vertragen. Ja. Also es ist jetzt nicht schlecht. Also nach dem Grinden geht es, also vor dem Grinden ist eigentlich kaum genug vorhanden. Ja. Damit sind wir schon bei der Kategorie Geschmack. Und um das geschmacklich zu testen, das müssen wir natürlich rauchen. Und vielleicht kannst du das ja noch dazu machen. Ich glaube, ich lerne das nicht dazu, weil das wird schon sonst ein bisschen sehr gut. Schon Paper. Ja. Und wie immer rauchen wir das. Ich habe es auch letztes Mal schon erwähnt, gesünder wäre es zu vaporisieren. Doch wir sind damit angefangen, das hier für die Tests pur zu rauchen.
Und von daher werden wir das jetzt auch so weiterführen. Damit der Vergleich richtig ist, weil sonst passt es ja nicht, wenn du einmal angefangen hast. Und pur ist immer noch besser als Tabak. Das auf jeden Fall. So, dann bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Ja, ich bin auch gespannt, weil es ist wirklich total unterschiedlich. Manche riechen sehr doll, schmecken wenig, manche ist es wieder genau andersrum. Und von daher immer wieder. Sagen, ich habe jetzt sehr wenig Sorten bis jetzt probiert, aber einige habe ich auch schon probiert. Aber so richtig die Erfahrung habe ich noch nicht damit. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Okay. Vor allem auf das Pur. Weil das ist dann doch wieder was anderes. Ich hoffe, wir haben schon eine Nahaufnahme davon gemacht. Das ist nämlich jetzt nicht mehr viel da. Ja, so. Was ich über Magoo noch sagen möchte, es ist ein Unternehmen, was aus Wien kommt. Die haben sich aber jetzt schon sehr vergrößert, auch in Richtung Spanien. Und haben schon ihr Geschäft gut aufgebaut. Wie man sieht, bieten sie auch schon einige Sorten an. Allerdings, was wir vermissen, sind die Werte. Die geben wohl mehr auf den Namen und glauben, die Leute möchten nicht wissen, was für Werte da hat. Da steht nur drauf, unter 0,2% THC. Das ist schön, das müssen sie natürlich haben, weil sonst keine CBD-Blüten werden. Aber wir haben weder ein Zertifikat, noch steht es auf den Verpackungen selber drauf. Ihr könnt es allerdings auf den Internetseiten von Magoo selber wohl erlesen. Hier steht eh da drauf. Ja. Also da werden die Leute praktisch nochmal auf die Seite geführt. Ob man das jetzt gut finden soll oder nicht, könnt ihr selber entscheiden. Gut, wir zünden das Ganze mal an. Bin jetzt für gespannt. Den Geschmackstest. Schauen wir mal. Zum Geschmackstest gehört natürlich auch der, wie brennt es an? Wie kann man das anziehen? Im ersten Moment, dafür, dass es so trocken war, ist es nicht so leicht. Und ist sofort wieder aus, wie ihr seht. Das ist komisch. Also man muss aber auch sagen, es ist am Anfang immer ein bisschen schwieriger. Die meisten brennen erst richtig, wenn sie so ein Viertel abgebrannt sind, ja. Einfach der Tabak macht halt eigentlich auch noch viel aus. Ja, das stimmt, ja. Der Tabak mit Tabakblitz ist leichter, das stimmt. So. So, schauen wir mal. Also ich kann meine Kritik schon anbringen. Schmeckt sehr leicht, sehr angenehm. Allerdings aber auch nicht viel Geschmack. Einen leicht erdigen Geschmack würde ich jetzt mal rein interpretieren. Aber ja, genauso wie den Geruch muss ich sagen, nicht so intensiv. Was sagst du dazu? Also ich finde, das ist also überraschend angenehm zu rauchen. Mild, sehr mild. Schmeckt. Nein. Also ich finde, das ist ein guter Tabakersatz oder sowas, würde ich jetzt sagen, also vom Geschmack her jetzt. Aber der typische Grasgeschmack ist es halt nicht. Also. Okay. Aber es ist ja nicht, es ist nicht unangenehm vom Geschmack. Nein, nein. Also muss ich jetzt wirklich sagen. Aber also im Nachhinein habe ich leichter pelziges auf der Zunge. Okay. Leicht pelzig auf der Zunge, also das ist jetzt im Nachhinein. Das merke ich durch meine Gaumenplatte gerade nicht, aber. Ich merke das jetzt gerade so richtig, also. Also was man jetzt sieht? So ein bisschen so, als ob sie was raufliegt auf die Zunge. Wie war das jetzt so gut? Ja. Punkte. Wie ist ja den Geschmack, ja. Wie sieht der merkst du, dass der einen Stress? Der will jetzt sofort Punkte haben, ja, wo wir noch gar nicht uns so total unsicher sind. Der ist so rechengeil jetzt, ob wir die Statistiken haben. Ja, Punkte. Also die Punkte sind auch immer für mich nach Geschmack, wie intensiv schmeckt einer. Das ist die schwierigste Kategorie, ist das ehrlich, weil das und, ist wirklich individuell verschieden, denke ich mal. Und da kommt alles auf einmal, Geruch, Geschmack, ja, und ich kann wirklich,
Ich möchte ihm trotzdem 6 Punkte geben, weil ich muss jetzt nicht husten, es kratzt nicht, ja, es scheint schon okay ausgewaschen zu sein. Und ich glaube, man kann es auch ganz gut rauchen. Es, ist ja, halt, es könnte blumiger sein, aber zwischen 5 oder 6 Punkte möchte ich schon geben. Ja, da wäre ich einverstanden. Also mehr auf keinen Fall, aber weniger hat es auch nicht verdient, weil weniger, der muss da schon kratzig sein oder so oder unangenehm schmecken oder irgendwas. Aber es ist eigentlich, machen wir 6 Punkte. Gut. Ja, dann haben wir eigentlich auch schon unser Fazit. Und unser Fazit in diesem Test von Magoo, die Sorte Lola, hat in der Verpackung die Punktzahl 8 erreicht. Sie hat in der Optik die Punktzahl 6 erreicht. Und im Geruch 5 hatten wir eine 5 gegeben und der Geschmack 6 haben uns war mit 6 beziffert. Das heißt, Magoo Lola kommt insgesamt von 40 Punkten auf 25 Punkte. Das liegt noch im guten Mittelfeld. Und eigentlich ist es überdurchschnittlich sogar, weil es sind mehr als die 20 Punkte. Also es ist kein schlechtes Glas. Ja. Aber wir wollen ja auch ehrlich sein, es nützt ja hier jetzt nichts, alles mit 40 Punkten zu bewerten. Das würde auch nichts bringen. Nein, das wird gar nichts bringen, weil wir brauchen ja auch einen Vergleich, weil ich glaube, das ist für die Firmen auch nicht schlecht, weil die ja selber dann einen Vergleich dadurch haben. Weil wir können es auch sagen, wir können da vielleicht was ändern, wir können da was verbessern. Es wird ja auch demnächst wahrscheinlich noch eine weitere Sorte vielleicht von Magoo getestet und vielleicht fällt die Bewertung ja auch wieder ganz anders aus. So. Zumindest können sie einen Aufdruck drauf machen, wie viel THC drin ist und wie viel CBD. Jetzt könnten wir es machen. Liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und in der nächsten Sendung möchten wir euch ganz gerne, wie heißt das überhaupt? Eine Sorte von Hempcare vorstellen. Ja, wird wieder sehr spannend. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und das Abonnieren und Teilen nicht vergessen. Bis dahin, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.